Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um Trigonometrie und ich erkläre euch die Begriffe Ankathete, Gegenkathete, Hypotenuse und wie man herausfindet, welche ist. Hier seht ihr ein rechtwinkliges Dreieck. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Ihr seht also, das Geodreieck passt hinein. Das heißt, ich habe in C, also Gamma, sind 90 Grad. Ich schreibe es mal dazu. So, bei der Trigonometrie geht es immer um die Bestimmung der drei Graden. Eine von diesen dreien ist die Ankathete, eine ist die Gegenkathete und eine ist immer die Hypotenuse. Am einfachsten ist zunächst immer die Hypotenuse. Die Hypotenuse ist nämlich immer die, die gegenüber vom rechten Winkel ist. So, hier ist der rechte Winkel. Also ist die Hypotenuse C. Und die markiere ich jetzt mal. Die machen wir rot. So. Das ist unsere Hypotenuse. Und bei der Hypotenuse ist es auch total egal, ob wir uns den Winkel Alpha oder Beta angucken. Die Hypotenuse ist immer gegenüber vom rechten Winkel. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir schauen uns jetzt an den Winkel Alpha. Und wir wissen jetzt zufällig, dass Alpha 50 Grad ist. Wenn wir uns das Dreieck von Alpha aus anschauen, dann ist Alpha der Winkel, den wir betrachten. Und dann ist die Ankathete von Alpha die Seite, die an Alpha liegt. So, und das ist in diesem Fall hier B. Und man könnte vereinfacht sagen, die Ankathete ist an dem Winkel. Die Ankathete, die machen wir jetzt mal grün. So, und dann bleibt noch eine über. Und die liegt gegenüber von dem Winkel, den wir uns angucken, also A. Und die gegenüber liegt, die bezeichnen wir als Gegenkathete. Und die Gegenkathete ist gegenüber vom Winkel. Schauen wir uns Alpha an, ist das dann klein a. Das machen wir rot. Und schon haben wir unser erstes Dreieck beschriftet. Jetzt können wir aber noch eine Sache machen, die Sache etwas beschleunigt. Wenn wir wissen, dass hier oben im rechten Winkel 90 Grad sind, wir wissen, dass Alpha 50 Grad sind, dann können wir über die Winkelsumme bestimmen, wie groß Beta ist. Und Beta ist in dem Fall dann 180 Grad minus 90 Grad minus 50 Grad. Das können wir im Kopf. Dann wissen wir, dass Beta 40 Grad ist. Okay. Dieses Mal machen wir es ein kleines bisschen komplizierter. Ich habe euch nämlich noch nicht alles erzählt. Wir fangen aber erstmal wieder an mit den Dingen, die klar sind. Wir schauen, wo ist der rechte Winkel? Richtig, hier diesmal in B. Und gerade eben haben wir gelernt, die Hypotenuse ist immer gegenüber vom rechten Winkel. Wir haben sie gerade rot gemalt, das machen wir jetzt wieder. Also klein b ist die Hypotenuse. Zack, das ist so. Und jetzt geht's weiter. Wir schauen uns jetzt die Ankathete an. Und die Ankathete ist immer an dem Winkel, den wir uns angucken. Und das muss ich jetzt ein bisschen genauer erklären. Wir schauen uns jetzt Alpha an. So. Und die Ankathete von Alpha ist die, die an dem Winkel liegt und nicht die Hypotenuse ist. Das heißt, in diesem Fall ist das hier die Ankathete von Alpha. Sie liegt nämlich an dem Winkel. Schauen wir uns aber den Punkt C an und den Winkel Gamma, dann ist die Ankathete nicht mehr diese hier, weil sie eben nicht an dem Winkel liegt, sondern dann ist die Ankathete von dem Winkel hier diese hier, weil die nämlich an diesem Winkel liegt. Das heißt, es gibt in einem Dreieck nie die Ankathete, sondern immer die Ankathete von Alpha oder die Ankathete von
Beta oder Gamma. So, wir schauen uns aber Alpha an. Und die Ankathete von Alpha liegt an dem Winkel Alpha. Es kann nicht die Hypotenuse sein. Also ist es diese hier. Und die dritte ist natürlich immer ganz einfach. Die Gegenkathete von Alpha, so hatten wir es gerade gesagt, liegt immer gegenüber vom Winkel. Wenn hier der Winkel Alpha ist, dann ist die Gegenkathete gegenüber, also in dem Fall die Strecke BC oder auch klein a genannt. Wenn ich jetzt weiß, dass Alpha 45 Grad groß ist, dann weiß ich, dass Gamma in dem Fall auch 45 Grad groß ist. Weil wir ja gerade schon besprochen hatten, die Winkelsumme in einem Dreieck sind immer 180 Grad. 90 plus 45 plus 45 sind dann 180 Grad. In dem Fall eben ein gleichschenkliges Dreieck. Und rechtwinklig natürlich auch. Okay, das war's. Eine Sache muss ich noch ergänzen. Wofür brauchen wir das überhaupt? Wir brauchen diese Bestimmung von Ankathete und Gegenkathete und Hypotenuse für die Trigonometrie. Wenn es losgeht mit Sinus, Cosinus und Tangens, müssen wir diese Dreiecke vernünftig bestimmen können. Das erkläre ich euch aber in ein paar anderen Videos. So, okay, das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.
So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.